Bücher, die ich nicht mehr brauche, nämlich das, das und die beiden hier. Okay. So, was ist das? Wahre Frauen kämpfen für Freiheit, Frieden und den rechten Weg. Kommt zur Stadtgarde. Ich würde gerne mal irgendwie in die Taverne. Das ist das Torhaus. Was ist das? Das ist doch ein Torhaus. Hä? Das könnte die Taverne sein, oder? Das Fremdenviertel. Nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Mit euch reden? Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Wegestreue, zu viel kyranischer Philosophie schon, den die Menschen lesen. Das sind doch die wahren Ursachen für alles. Ja, hast du gerade mir voll beleidigt. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Oder Kyra gesehen. Ach ja. Du schaust alt aus. Ich glaube, du wirst nicht mehr so viel sehen. Eure Frauen kennen wir schon. So, dass Magie in euch entbrennt. So hadert nicht einen Moment. Gesundheit. Dem Orden sollt ihr Kunde tun, will euer Herz in Frieden ruhen. Denn wer nicht lenken kann die Gaben, den wird sehr bald der Geist versagen. Tanz dich frei mit Taruti? Wahrscheinlich. Jede Dämmerung am Königsfluss. Am Königfluss, kein S dran. Hohepriesters. Achso, das ist es mit den Schriften. Arcana Doppelbock. Nicht Arcana, Arca Doppelbock. Aber pro Arca Doppelbock ist das hier die Taverne. Zum tanzenden Nomaden. Den Sack durchsuchen. Da ist er nur ein Hufeisen drin, das brauche ich nicht. Dann gehen wir doch hier rein. Ich würde nämlich gerne nächtigen. Wenn dies genehm ist. Ja. Ladebildschirm. Ist die Taverne so groß, dass man das so lange laden muss, oder? Hey, was ist denn das für eine Rüstung, die ihr da tragt? Was gefällt dir mit meiner Rüstung nicht? Hallo? Hey, werte Dame? Was ist denn das für eine Rüstung, die ihr da tragt? Tja. Betrug der Arasiala. So, was ist denn das? Was? Inal nicht gut. Verzeihen. Okay, genau nicht gut. So, wo ist denn hier der Wirt? Hi. Ich suche eine Bleibe für die Nacht. Ist noch was frei? Da gibt's ein Zimmer. Es ist kein Arker Adelszimmer, aber warm und lausfrei. Das hört sich angenehm an. Ich nehme es. Gut, wir lassen den Raum aufsperren. Und bitte, dreht keine krummen Dinger in Ordnung. Wir achten hier den rechten Weg und wollen keinen Ärger. Jo. Möge euer Weg stets eben sein. Hey, je. Was ist denn das für eine Rüstung, die ihr da tragt? Okay. Naja, schreitet wohl. Ja. Schreitet wohl. Ja, gut, dann schreite ich weiter. Moment mal. Huch. Ihr seid doch Fremdländer, oder? Hallo. Es könnte sein, dass jetzt. Da sitzen zwei Leute. Balhesel und Darius Bodenhammer. Die sitzen hier gerade beide. Sehr gut. Ich würde gern mal. Ich würde ja gern mal kurz. Gerade schlafen. Ich glaube, hier werden Dinge getan. Ich würde ja gern mal schlafen gehen. Wahrscheinlich nach oben. Vielleicht sollte ich auch mal die Fackel ausmachen. So. Was ist das? Nein. Scheiße. Hallo? Nee, das ist nicht. Türmeister. Das ist meins. Okay. Warum steht eigentlich was zum Essen drin, wenn ich es eigentlich nicht benutzen kann? Na gut, erstmal schlafen. Wir haben fast Mitternacht. Sagen, wir gehen mal auf 6 Uhr morgens.
Ja gut, 5:30 Uhr morgens. Kleiderschrank, la 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 la. Gut, das ist natürlich alles. Gunnmann, Doria, Isolda, Leo, Rogasch. Können wir mit denen allen reden? Fangen wir mit Doria an. Ich setze mich erstmal hin, was ich gar nicht wollte. Scheiße. So ist das eben. So. Ich, was ist denn mit euch? Nein. 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 Was? Nein. Nein. Okay, keiner will mit mir reden. Die sind voll gemein zu mir. Was ist das? Das ist die Kamera raus. Moment mal. Ihr seid doch Fremdländer, oder? Ist das so offensichtlich? Nur wenn man weiß, worauf man achten muss. Ich habe selbst fremdländisches Blut in mir. Baal Hiszel. Erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Sagt, Fremdländer, wenn ihr neu hier seid, sucht ihr vielleicht Arbeit? Ich bin selbst nicht von hier und suche eine tatkräftige Hand. Mhm. Erstmal, woher kommt ihr? Arasial. Aber schon in dritter Generation. Außer meinem Namen und meiner Haut ist nicht mehr viel von meinem Ursprung übrig, fürchte ich. Was wollt ihr von mir und was will sie eigentlich hier? Ich will, dass ihr etwas für mich findet. Wisst ihr? Ich bin Heiler. Genau wie mein Vater und mein Großvater auch. Als mein Großvater nach Enderal kam, tat er das im Auftrag einer Arka-Edelfrau. Eine noble Dame, die die Wissenschaft und die Heilkunst zu schätzen wusste. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Großvater verbrachte einen Großteil seines Lebens in einer alten Festung nahe dem zerstörten Dorf Nebelheim. Gemeinsam mit einem guten Dutzend anderer Apothekarii. Mein Vater sollte damals in seine Fußstapfen treten. Aber bevor er eine Chance dazu hatte, brach die Pilzplage aus. Geht's auch nicht so ganz gut, könnte es sein. Die Pilzplage, meint er die Verseuchung des Flüsterwaldes? Die meine ich, ja. Wie sieht sie gerade aus der Tür gekommen? Die war irgendwie plötzlich da. Hatte das mit den Forschungen zu tun? Das ist die Frage, die ich mir ebenfalls stelle. Wie ihr euch denken könnt, sind ihr bereits mehrere nachgegangen. Und offiziell heißt es nein. Die Pilzplage war ein magisches Phänomen. Ein Fluch, wie die Bauern sagen, mehr nicht. Ich glaube aber, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe in den letzten 5 Jahren Nachforschungen angestellt. Und mittlerweile glaube ich, die Plage wurde absichtlich herbeigeführt. Absichtlich herbeigeführt? Warum sollte jemand willentlich einen ganzen Landstrich verpesten? Das sollt ihr für mich herausfinden. Reist zur alten Festung nahe Nebelheim. Dort haben wir damals geforscht. Und wenn ihr eine Antwort für mich findet, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Waren wir bei Nebelheim nicht schon mal? Oder verwechsel ich das gerade? Warum geht ihr nicht einfach selbst? Ja, warum muss ich das machen? Schaut mich an. Dann habt ihr die Antwort. Ja gut. Erwähnenswert ist wohl auch noch, dass seit diesem roten Wahnsinn gefühlte Armeen verunglückter Wanderer den Flüsterwald jetzt als Verlorene durchstreifen. Es ist zu gefährlich, um es auf den Punkt zu bringen. Deswegen wird es auch nicht zu eurem Nachteil sein, wenn ihr mir helft. Ach so, deswegen muss ich jetzt da hingehen, mich in Gefahr bringen. Das ist halt bestimmt nicht nachteilig für mich, mich selbst in Gefahr zu bringen. Gut, ich kann es sowieso machen, ne? Ich bin hier der Held. Was bist du eigentlich schon wieder hier? Kommt ihr so angewackelt? Schaut mich dann so halb verliebt an und geht danach wieder. Na gut, warum ist euch diese ganze Sache so wichtig? Weil ich es verstehen will. Wisst ihr, wir Arasealer glauben an die Ahnenschuld. Und wenn mein Großvater etwas mit dieser Katastrophe zu tun hatte, dann trage auch ich einen Teil der Verantwortung. Außerdem glaube ich, dass ich, wenn ich nur Zugriff auf die Proben hätte, einiges erreichen könnte.
Der Pilz ist weitaus mächtiger, als die hiesigen Apothekarii glauben. Er kann töten, ja, aber er kann auch heilen. Meinem Vater war das einerlei, aber ich bin anders. Und wenn es eines gibt, das ich in meinem Leben noch erreichen will, dann ist es... Dann ist es Klarheit. Ich vermute irgendwie, dass er krank ist und sich aus dem Pilz irgendwie eine Heilung erhofft. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wie komme ich zu dieser Festung und wonach soll ich dort suchen? Nach Aufzeichnungen, Proben und allem anderen, was von Relevanz sein könnte. Seht euch einfach um. Hier, ich markiere euch die Festung auf eurer Karte. Am besten nehmt ihr den Myraden nach Nebelheim. Im alten Hafen dort findet ihr das Haus, in dem mein Großvater gelebt hat. Und dort, in einer alten Kommode, sollte sich auch noch der Schlüssel für die Festung befinden. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr das Material habt, treffen wir uns in der Unterstadt am Wasserberg. Dort ist mein Labor. Und danke. Wirklich. Noch solltest du mich... mir nicht danken. Geht weiter? Ach, sie. Was? Ja gut, dann gehe ich halt wieder. Was ist überhaupt da? Ach, das ist eine Pfeife. Ja gut, das liegt da. Ach, das ist ein Spieltisch. Ach, dieses Karten... Haben die echt hier ein Kartenspiel eingebaut? Wow. Wo ist denn der andere eigentlich, der hier saß? Ich habe den Namen vergessen. Ne. Du bist ja schon wieder Trommler. Hallo? Hallo? Marus Schäfersmann. Reden wir auch noch mit ihm. Das ist auch ein sehr interessantes Bild, by the way. Hallo? Ja, hallo? 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 Okay. Von dem werden wir wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Außer, hallo? Wo ist denn jetzt der andere Typ? Handwerker? Was wollt ihr? Hallo? Mal fast zum Gruß. Servus. Da ist sie wieder, die Maid. So viel zu tun. Okay. Sehen wir noch diese Tänzerin? Hi. Prostituierte, Mann, sehr gut. Wenn das nicht mal ein Anblick ist. Wie wäre es mit etwas Zeit zu zweit? Später vielleicht, gerade keine Zeit. Außerdem bist du hier beschäftigt. So. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Zum Fremdenviertel. Also viel zu tun. Einmal nach Nebelheim müssen wir das Ganze, die Festung untersuchen. Wir müssen mal mitternachts den Troll töten. Dann haben wir immer noch ein Ei übrig, das wir suchen müssen. Gut, Jasper sollten wir vielleicht auch nochmal treffen. Ne? Das ist ja die Hauptquest. Dann sollten wir Sila finden und das Geld für... Wie ist denn der andere? Wie ist denn der Bruder? Ich habe den Namen des Bruders vergessen. Auf jeden Fall müssen wir den Schlüssel für... Wir müssen den Schlüssel irgendwie bekommen. Für die Bank, glaube ich, war es. Ich frage mich, ob dieses Bild da die Unterstadt darstellen soll, weil es ist ziemlich dunkel. Abgesehen mal von den Lichtern. Und es kommt mir vor, als ob es irgendwie stollenartig ist. Es schaut auf jeden Fall unterirdisch aus. Und die Unterstadt ist ja unterirdisch. In Ark. So, huch. Erstmal ein Zaun in der Fresse. Hm? Was wollt ihr? Ja, nichts. Mal fast zum Gruß. Servus. Hm. Gut. Das schaut schon mal ein bisschen. Ja, ist ja gut. Lass mich doch erstmal hier mal rumlaufen. Ja. Warum schaut ihr mich so dämlich an? Hm? Wollt ihr Stress? Okay. Ihr braucht mich gar nicht zu ignorieren. Was ist euer Problem, abgesehen davon, dass ihr betrunken seid und so ein bisschen rumschwankt? Ihr habt meine Gefährtin dumm angeschaut. Ich hab's genau gesehen. Entschuldigt euch auf der Stelle oder es gibt Deck aufs Maul. Gefährtin? Wo steht denn hier überhaupt eine Frau? Hä? Steht hier eine Frau? Gut, da steht eine Frau, aber das schaut nach einer Stadtwache aus. Wer ist eure Gefährtin überhaupt? Das wüsstet ihr wohl gerne, ja?
damit ihr sie verführen könnt, meine Gertrude. Ich habe euch durchschaut von Anfang an. Ich interessiere mich nicht für Frauen. Das würde ich so nicht unterschreiben. Entschuldigung, ich will keinen Ärger angreifen. Gut genug jetzt, ihr braucht eine Abreibung. Und darum übertreiben wir es nicht mit dem Alkohol. Sorry, komische Antwort. Komm, wir machen es mal hier das so. Das würde ich an eurer Stelle auch sagen. Ja? Einmal lasse ich euch noch gehen. Aber ihr solltet euch wirklich Gedanken über euren Lebensstil machen. Ich lasse mal in Ruhe. Ach, ein Becher. So, dann die Frage, was ist das hier? Was bist denn du vor allem? Was bist du? Schlecht creepy aus? Bist du ein großer Hund mit Hörnern? Oh, eine Kiste. Ach, die sichere Truhe, wo man Zeug ablegen kann. Könnte hier die... Warum habe ich das eigentlich nicht verkauft? Ich könnte mal hier diese Set-Gegenstände reinschmeißen, die ich gerade nicht brauche. Die ich gerade nicht benutze. Obwohl, das kann ich eigentlich fast verkaufen. Die Frage ist, was benutze ich davon? Ich glaube, ich behalte mal kurz beides. So, ich denke, den Rest würde ich hier dann verkaufen. So, sichere Truhe. Obwohl, ich könnte auch... vielleicht noch... Weiß nicht, ob ich hier die Bücher reintun soll. Jo, was Gedankenbuch? Das ist ein Quest-Inventar, ne? Quest-Gegenstand. Ah, vielleicht lasse ich doch einfach meinen Rest einfach drin. Na gut. Dann behalte ich einfach den Restsetzer. Das schaut ziemlich blutig aus. Hier werden... Hähnchen geköpft. Gut, kein Holz und wird kein Holz gemacht. Eine Schmiede. Krieg auf Nerim, Krieg auf Kileh, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Ja, tut mir leid, ich kann nichts dafür. Schmelze benutzen. Schmelze benutzen? So. Wollt diesen Gegenstand erschaffen? Huch, hallo? Jetzt so. Machen wir das mit dem Eisenbahn. Okay. Jetzt habe ich hier Barren geschaffen. Schärfstein? Nein. Schärfstein, Amboss. Was kann ich jetzt damit machen? Ein Eisenschwert, Eisenhandschuh, Eisenclaymore. Das ist aber auch alles, ne?